Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu NFS Unbound hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir sollen beim nächsten Event etwas hermachen mit unserem Fahrzeug und im Grunde wissen wir eigentlich schon ganz genau, was wir jetzt damit machen. Und zwar werden wir bei den Karosserieänderungen das folgende Bodykit anbringen. Das da. Also, es ist einfach komplett ein anderes Auto. Also, ja, man erkennt hier und da noch ein bisschen, dass darunter ein Kuntat steckt, aber im Grunde ist es eigentlich ein ganz anderes Auto. Egal, wir machen es auf jeden Fall. 18.000 kostet uns der Spaß, aber wir sollen Eindruck machen. Also machen wir jetzt Eindruck. Komplett crazy. Komplett crazy. Okay, dann würde ich sagen, im Prinzip müssen wir jetzt unserem Charakter gelbe Haare verpassen. Ach komm, nee, machen wir nicht. Was soll das? So, da müssen wir... 30.000 gibt's. Holla, da ist das Bodykit schon fast wieder drin. Und wir müssen kein Startgeld zahlen. Das ist ja mal richtig nice. Das ist ja mal richtig nice. Machen wir direkt. Ah, da kommen die Bertha an. Schau dir mal die Bertha an. Der Werkstatt gehört? Nö, hat nicht aufgepasst. Was meinte er? Weißt du, wie oft ich mir diese Wir sind eine Familie-Rede anhören musste? Die einzige Person, zu der man loyal sein sollte, ist man selbst. Oh, hey, sei leise, Yes. Sch, Yes, sei leise. Hey, Rydell. Hey, ich wollte euch nur viel Glück für das Rennen wünschen. Ihr schafft das. Danke, Paps. Und denkt dran, nicht labern. Gewinnen. So sieht's aus. Genau. Also, Hals und Beine. Ja, vergesst es. Wir sehen uns in der Werkstatt. Was war das denn? Er wollte sich wohl entschuldigen. Dann hätte Tut mir leid gepasst. Rydell ist eben altmodisch. Alt stimmt schon mal. Aber auch interessant, dass dieses Mal gab es jetzt kein Tag-Event. Ne? Wir steigen jetzt direkt von Nacht zu Nacht. Also wir haben ja in der Nacht die letzte Folge auch beendet. Bin ja mal gespannt. Hey, Alec ist hier. Gib alles, ja? Hab ihm gesagt, er soll uns im Auge behalten. Und er war sehr interessiert an deinem Auto. Enttäusch ihn nicht. Auto ist auch... ist schon verrückt. Ist schon verrückt. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Ist halt mehr so ein, die modernen Lambos halt mit drin, ne? So ein bisschen Lambos, Lamborghini Sian und so mit drin schon. Okay, let's go. Das wird krass. Der Rüdiger ist auch dabei. Wie hieß er? Der Nagel. Der Nagel ist auch am Start. Okay, let's go. Gut, wir haben eh nichts zu verlieren, so gesehen. Wir können nur ganz viel Geld gewinnen. Ende des Tages. So, lass mich mal hier vorbei. Dankeschön. Mach mal Platz da bitte. Danke. Dass der Urus da vorne so abgeht, ey. Der muss ja mal eine Luftverdrängung haben. Alec jetzt auch dabei? Ne, der ist jetzt nicht dabei. Niemals. Der guckt wahrscheinlich nur zu. Oder ich habe es nicht gesehen. So, wir sind auf jeden Fall vorne. Das ist mir am wichtigsten, weil jetzt können wir es auch ein bisschen verteidigen. Da können wir auch mal ein bisschen rabiater werden. Okay, keine Cops soweit. Man sieht. Aber wir haben erst 50%. Also da steht noch ein bisschen was aus. Schauen wir mal. Bin gespannt. Bleiben wir konzentriert. Doch, wirst du. Ich lasse dir gar keine andere Wahl. So, okay. Jetzt müssen wir den Sprung nehmen. Let's go. Im Rathaus.
Oder die auf YouTube. Richtig abgehoben. So, komm. Also, Vorsprung ist schon mal sehr gut. Bis jetzt. Keinen Fehler mehr machen. Cops aus dem Weg gehen, falls doch noch welche kommen. Aber ich glaube eher nicht, weil da vorne dürfte, glaube ich, schon das Ziel sein. So sieht's aus. Let's go. 30.000 Easy Cash. Nehmen wir mit. Nice. Auf die vorderen Felgen darf man auf jeden Fall nicht länger gucken, wenn die fahren. Sonst bist du hypnotisiert auf jeden Fall. Gut. Gar nichts. Gut, die haben uns ja auch nicht gesehen. Perfekt. Besser geht's ja nicht. Erster Platz, Baby. So muss das laufen. Die haben wir abgezogen. Hab's dir doch gesagt. Mein Hirn, deine Fahrkünste, geniale Kombo. Und weiter ist Raj. Warte, bis er davon hört. Der wird platzen vor Stolz. Vielleicht holt er sogar den Grill raus und die Spezialmarinade seines Dads. Shit, warte kurz. Alec ruft an. Wie geht's dir, Alter? Ja, beeindruckend, oder? Die kleine Garage von... Ja, hab ich dir doch gesagt. Ich weiß nicht, aber viel. Eine Menge was? Oh, heute Nacht? Na klar doch. Danke. Bis dann. Okay. Worum ging's da gerade? Alex Auftrag. Moment, jetzt? Dachte, wir fahren zurück zur Werkstatt. Nur ein Transportjob, einfach von A nach B. Er schickt die Infos gerade. Das lassen wir uns nicht entgehen. Das ist die Gelegenheit. Okay. Packen wir's an. Weiß nicht, Jess. Klingt verdächtig. Was habe ich dir über Risiken gesagt? Wenn wir ihn beeindrucken, sahen wir ab. Aber es gibt keine zweite Chance. Hast du denn eine Ahnung, was wir fahren sollen? So wie ich ihn kenne, was Krasses. Warum habe ich das Gefühl, dass da irgendwas gewaltig schief läuft? Wir werden sehen. Es muss ja eine gewisse Fallhöhe geben. Weil im Prinzip haben wir ja schon alles erreicht. Wir fahren einen geilen, übertrieben, krass aufgemotzten Kudatsch. Gewinnen jedes Rennen easy peasy. Im Prinzip haben wir jetzt das Spiel schon durchgespielt, wenn du so willst. Deswegen, ich ahne was Böses. Aber im Grunde liegt es ja schon auf der Hand. Es wäre jetzt eher, wenn alles nach Plan läuft. Das wäre jetzt eigentlich eher die Überraschung, glaube ich. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Jung, was habe ich gesagt? Alec hat die Connections. Sieh dir die Karre doch an. Alter, yes. Geil. Los, ans Steuer. Ich fahre dir mit unserem hinterher. Okay, das hier sollte schon unter uns bleiben, oder? Gut, dann wollen wir mal. Schlechter Specht. Okay, du kennst den Zielort. Mach dich am besten gleich auf. Na klar. Bin gespannt, was der Wagen so drauf hat. Shit! Jasmine, ist der Wagen geklaut? Ich... vielleicht. Teilen wir uns auf und treffen uns beim Zielort. Gut, sei vorsichtig. Bleiben wir hier. Wir sind bereit... 400 ZX. Nenne ich ZX, einfach nur Z. Oder 400? Nee. Wie heißt der jetzt? Einfach Fair Lady Z. Neueste Generation. Scheiß drauf. Die haben den Namen 100 Mal geändert. Nennen wir ihn einfach mal 400. Z400. Was auch immer. Let's go. Es reicht, sie sind weg. Okay, das war ja easy. Das war ja easy. Können ja gar nichts. Das Ding ist aber schnell. Oh, und ganz schön instabil auf der Bremse. Holla. Los, Jess. Jetzt geh endlich ran. Yo, hier ist Jess. Sprich auf die Mailbox und vielleicht rufe ich zurück. Unwahrscheinlich, aber versuch's ruhig. Yo, Jess, wo bist du? Ich bin an der Adresse und hier ist nichts. Sicher, dass dich dieser Alec nicht verarscht hat? Shit,
Yes, der Alarm ist ausgelöst worden. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Nachricht? Scheiß drauf. Ich fahr zurück in die Werkstatt. Ob das so eine gute Idee ist? Willkommen bei Riddell's Ride. Bitte versuchen Sie es erneut während der Öffnungszeiten. Shit. Yo, hier ist Jess. Sprich auf die Mailbox und vielleicht rufe ich zurück. Unwahrscheinlich, aber versuch's ruhig. Mist. Wo sind denn alle? Ich glaube, da ist gewaltig was schiefgegangen. Sowohl bei der Werkstatt, die ja auf dem aufstrebenden Ast war, als auch bei Jess, als auch mit unserem Auto. Ich finde das gar nicht cool. Nur eine dumme Idee. Der Alec, der hat, ja, ich weiß nicht. Nein, nein! Shit, Rydell, alles okay? Die haben uns beklaut. Warte hier. Shit! Ich wusste es. Ich hab's euch gesagt. Jasmine! Wer war das gerade? Ich kenne den nicht. Yes, komm! Wieso kennen die deinen Namen? Rydell, wir sind die ganze Nacht gefahren. Wem hast du hiervon erzählt? Niemand. Ach, niemand? Du bist nicht in die Heights? Hast du mir den vertrauensvollen Sack hergezogen? Wer soll mir jetzt noch vertrauen? Wow, komm runter! Ich hab dich aufgenommen, als dich sonst keiner wollte. Wow, wow, Rydell, jetzt chill mal. Yes, warte! Was zur Hölle? Ist die echt abgehauen? Die hat uns mal hart verarscht. Zwei Jahre später. Kann niemand in Lakeshore aufräumen. Sie schon. Wählt erneut Bürgermeisterin Stevenson. Sie hat den Besen schon in der Hand. Hey, Rydell. Heute war wieder total lame. So eine alte Dame wollte einen Ölwechsel. Sie hatte aber kein Geld. Nur Samosas. Deine sind im Kühlschrank. Okay. Ich schließe jetzt ab und guck mal, ob ich irgendwo ein bisschen Geld auftreiben kann. Oh, ich habe die Abstellkammer aufgeräumt und Mann, du hattest recht. Das war ein Opossum. Nun, ja, es ist immer noch da. Oh hey, dein Buch ist angekommen. Bro, wenn du reden willst, ich bin da. Ich mach morgen früh für dich auf, okay? Peace. Gut. Wer braucht ein Taxi? Rydell's Rides. Wen soll ich fahren? Hey, ich bin Tess. Hab gehört, dass du einen für wenig Geld fährst. Ich gebe dir meine Adresse durch und wohin es gehen soll. Kein Problem. Bin gleich da. Also, das war jetzt mal ein heftiger Abstieg. Also, da wurden quasi alle Karren geklaut. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Unser Auto ist auch weg. Was auch irgendwie klar war, dass da irgendwas mit passieren muss. Dass aber unser ganzes Geld weg ist,
Das finde ich jetzt richtig scheiße, muss ich sagen. Ja, gut. Ich hoffe, wir kriegen das mal irgendwann wieder. Ja? Wahrscheinlich dann, wenn das Geld uns eh egal ist. Aber ich muss sagen, Rydals Rides hat ein cooles Fahrzeug. Einmal mal ein R32. Ja? Können wir mal machen. Ja? Skyline GTR R32. Best Prices. Okay, wir müssen irgendwie Geld machen. Alles klar. Da sind wir einfach mal zum Taxifahrer degradiert worden. Aber gleich so 2-Jahres-Zeitsprung. Ich meine, dass Chess, beziehungsweise Chessman, da wohl ein bisschen, ja, wie man so umgangssprachlich sagt, Dreck am Stecken hat, war ja ein bisschen dann rauszudeuten. Allerdings, für mich hat es eher so das Gefühl gehabt, sie ist dann eher gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatte, sich von Ryle irgendwie blöd anmachen zu lassen. Allerdings, dass sie dann 2 Jahre in Kontakt abbricht, das Auto mitnimmt und jetzt doch bei den anderen irgendwie einsteigt oder I don't know, also irgendwie komisch. Also es klang jetzt nicht so, als dass die ja so zu 100% uns verarscht hat. Und sie auch nicht zu 100% sicher war, was da abging. Aber keine Ahnung, wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder am Boden der Tatsachen angekommen. Wir haben kurz mal geschnuppert, wie toll es sein kann mit ein bisschen Geld und Erfolg und ein cooles Auto. Jetzt haben wir kein Geld, aber ein cooles Auto haben wir trotzdem, finde ich. Also, wenn das unseres ist. Kann ich mitleben. So, jetzt fahren wir da aber erstmal hin. Ganz gechillt, ganz gediegen. Ja, ich so, yo, Bro. Und dann pass auf, er so, das wissen nur echte Bros. Und weißt du, was ich gesagt hab? Hahaha, Bro. Ja, hi, Tess? Ja, was geht? Ich hab es etwas eilig, also könntest du... Alles klar. Hast du ein Haustier? Ein Chinchilla oder sowas in der Art? Nö. Warum? Wirklich? Nur so. Ich mach mal das Fenster auf. Also, wo soll's hingehen? Macht sie gar nicht. Ein Parkplatz unweit der Unterführung. Kennst du den? Da fanden früher mal Straßenrennen statt. Ah, du kennst dich aus? Sozusagen. Naja, die Polizei ist da jetzt jedenfalls ziemlich aktiv. Soweit ich weiß, rafft sich die Szene wieder zusammen. Wirklich? Kannst du mir glauben? Ich weiß Bescheid. Ach so? Du bist also in der Rennszene, hast aber kein Auto? Checker werden gefahren. Und ich bin echt gerne pünktlich. Fährt das Ding auch schneller? Ups, da habe ich wohl einen Unfall gebaut. Okay, also die Rennszene wurde auch so ein bisschen in Akta gelegt. Aber die wird jetzt auch wieder aufgebaut. Also alles ist wieder am Aufbauen. Ist ja toll, dass wir da jetzt am Start sind. 5 Sterne, tolles Gespräch. Bleib doch noch, könnte sich für dich lohnen. Ja klar, danke für den Tipp. Geil, jetzt darf ich mit dem Rydals Car Rent Rennfahren gegen die ganzen aufgepimpten Dinger. So viele Racer habe ich ja echt schon lange nicht mehr gesehen. Was machen die alle hier? Die Liebe zum Rennen, Mann. Die wollen sich hinter dem Steuer ausdrücken. Und das Geld. Ja, es geht auch ums Geld. Ich merke, wie ich das vermisst habe. Verstehe schon, warum. Ich höre mich mal um, was so geht. Bis dann, Speedy. Das ist mein Auto. Yes? Okay, okay. Achtung, los geht's. Euch hier zu sehen macht mich stolz.
Wie lange ist das bitte her, mal ehrlich? Bürgermeisterin zickt rum und wir ziehen den Schwanz ein? Ich dachte, das wäre Lakeshore. Ich dachte, das wäre eine echte Rennszene. Flext wieder mit euren getunten Karren und Muscle Cars. Mein Mann. Was braucht es, um uns zu erinnern, warum wir hier sind? Cash. Sag ich doch. Drei Qualifikationen, hohes Risiko. Wenn wir die Bullen treffen, zeigen wir, was wir drauf haben. Ihr schafft es, dann sehe ich euch im Finale, dem Lakeshore Grand. Du willst gewinnen? Dann solltest du besser der Beste sein. Sieben Tage noch bis zur ersten Quali. Zeigt, was ihr könnt! Yes! Hey, Speedy. Noch scharfer 5 Sterne? Zeig mir, was du drauf hast. 5 Sterne? Geht klar. Los, los, los! Sie halten nicht an, ich brauche Unterstützung. Da geht's ja gleich richtig zur Sache. Okay. Sie fährt einfach immer noch mit unserem Coolant durch die Gegend. Klar, ist ja auch ein geiles Ding. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier ganz schnell wegkommen. Und 2 Cops verfolgt. Okay, let's go. Oh, wollte ich da überhaupt langfahren? Eigentlich nicht. Jetzt tue ich es doch. Ja, war so aber eigentlich nicht geplant. Komm, gib Gas! Die haben krass überreagiert. Okay, ich muss hier irgendwie weg. Diese die hassen Straßenrennen wirklich. Boah. Muss ja irgendwie auch da wieder weg. Also Richtung unserer Garage. Wiederholen wir jetzt. Das irgendwann? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sie finden und einbuchen. Hui. Große Sprünge sind eher meins. Tieffahrzeug entkommen. Abbruch. Kam mir so vor, als wärt du und Madame Monolog euch nicht grün. Sie fährt mein Auto. Komisch. Sah für mich so. Nein, ist meins. Voila. Rydell's Rides. Nicht schlecht. Nur der Name ist lame. Hahaha. Hier hat Jess also angefangen, was? Hey, raus aus meinem Laden! Ganz ruhig. Wow, wow! Kiddo? Du hast den Alarm ausgelöst. Hey, nicht anfassen! Sorry, das ist Tess. Hätte dir fast den Kopf abgerissen. Auch schön, dich kennenzulernen. Rydell, ich hab Jess gesehen. Sie war gerade bei diesem Treffen. Du verarschst mich. Sie hatte das Auto noch und ist immer noch Teil der Crew, die uns überfallen hat. Die haben eine krasse Strecke aufgebaut, namens Lakeshore Grand. Kitschig. Mit unserem Auto. Ich muss sie schlagen. Ich brauche die Werkstatt und deine Hilfe. Ganz langsam. Sagen wir, du machst das, okay? Dich mit Jasmine anlegen und sie schlagen in einem Straßenrennen. Was dann? Was dann? Darum ging es bei dieser Werkstatt doch. Jetzt sieh dich mal um. Uns geht's gut. Ist das deins? Du sollst doch nichts anfassen. Mr. Rides von Rydell's Rides. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Namen. Real Talk. Ich war bei dem Treffen heute auf der Suche nach einem Racer. Dann kamen Cops und ich... Die Cops? Oh ja. Und Speedy hier hat sie locker flockig abgeschüttelt. Also, ich denke, Speedy hat vom Besten gelernt. Passt auf. Ich hab, was ihr braucht. Cash. Und ihr habt, was ich brauche. Einen Grund zu gewinnen. Wie wär's, wenn ich in die Bude investiere? Eure Agentin werde. Ein paar Türen öffne. Komm schon, Rydell. Ich kann gewinnen.
bauen wir das hier wieder auf, ja? Bin dabei. Ja! Aber versprich mir was. Ganz egal, was Jasmine tut. Wir machen das bitte ordentlich. Deal? Deal. Also, Ryder, hast du ein paar Karren auf Lager? Willkommen bei Rydell's Rides. Wir haben wieder Money. Money, Money, Money. Geil. Bei Ray Rides. Spaß beiseite. Das hier ist der Autohändler. Kauf dir mit dem Geld von Tess einen neuen Wagen, bevor du dich auf den Weg machst. Joa, ein Wocho, hä? Gönnen wir uns einen Wocho. Der ist gesperrt, okay. Dann hier, Fair Lady. BAZ, fände ich nicht verkehrt. MX-5. Mustang, Firebird. Nochmal Mustang, der Boss. Dann, Crown Vic. Ja, wollen wir mal mehr Crown Vic durch die Gegend. So, dann haben wir nochmal MX-5 am Start. Eclipse. Ja, ey. Ja doch, das Geld reicht. Ist eigentlich sowas von gekauft. Ja gut, ist halt so teuer. Leider, ist auch noch gesperrt. Nee. Das sind so die besonderen Fahrzeuge wahrscheinlich. Die wir jetzt halt natürlich nicht haben. Boah, der sieht ja auch brutal aus. Den nehme ich. Was? Was? Wie geil ist das denn? Scheiß auf unseren alten Countach, ich will den. Okay. Not bad, was da so noch gibt. Das sind ja halt so diese geilen Custom-Fahrzeuge. Ja, aber okay, ich habe mich eh schon entschieden von denen, die wir halt nehmen können. Und das ist Eclipse, ganz klar. Geiles Fahrzeug einfach. Absolut, nehmen wir. Gönnen wir uns. Auch passend blau. Wir brauchen eine Lieferung. Könnte uns vor dem nächsten Rennen noch mal etwas Kohle einbringen. Cool. So wie das hier aussieht, warst du selbst mal Fahrer. Na sicher doch. Mann, das waren damals echt verrückte Zeiten. Kann ich mir vorstellen. Ich war damals der König der Straßen. Und als König warst du in der Kutsche unterwegs, richtig? So war das damals ja, bevor das Auto erfunden wurde. Sorg du mir lieber dafür, dass wir genug Kohle bekommen. Gut, ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz was an der Karosse jetzt erstmal nicht. Weil. Das können wir hier mal nehmen. Weil das noch. Wir noch nicht so viel Geld jetzt über haben, aber vielleicht können wir was an der Leistung machen. Modoteile aus dem bestimmten Performance. Also Modoteile. Okay, das sind also, was es halt gibt. Ne? Ansaugsystem, Steuergerät, Kraftstoffsystem, Auspuff, Turbolader, Nitro. Dann können wir auch am Chassis was verändern. Antrieb und Hilfssystem. Okay, was gibt's? Also das ist dann wie in den alten Teilen mit... Okay, I see. Das hat sich groß nicht verändert zum letzten Nitro Speed-Teil. Das sind dann die Sachen, die wir hier anpassen können. Okay, ich mach's mal ein bisschen neutral erstmal. Motor, da können wir den kompletten Motor wechseln. Okay, I see. Aber das können wir uns ja eh nicht leisten. Also beziehungsweise der ist klar. Okay, I see. Okay, dann gucken wir trotzdem mal, dass wir vielleicht was machen können. Vielleicht können wir ja Abgasanlage. Nee, ist zu teuer. Okay. Aber vielleicht können wir uns ja irgendwas
das können wir uns gerade so noch schon leisten. Ein Ansaugsystem, da machen wir das einfach. Einfach schon mal ein bisschen mehr Bums einfach zu haben. Sehen wir auch, wo die Leistung. Ah ja, warte mal hier. Auf 219. British Horsepower. Break Horsepower. Wie auch immer man das nennen möchte. Ist alles okay. Okay. Ist drin. Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal raus mit der Folge. Ist eine Menge passiert in der letzten Folge. Nicht so viel, da sind wir ja mehr so Progress und schon mal ein bisschen geschnuppert, wie es ist. In der Folge allerdings der absolute Absturz. Ja, erst der ganz hohe Punkt und dann der absolut tiefe Absturz. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir auf jeden Fall gefallen. Und ey, ich habe richtig Bock mit dem Eclipse jetzt. Da kommen richtig alte Need for Speed Underground-Gefühle hoch. Weil den hatte ich damals auch immer ziemlich lang gefahren, ziemlich lang getuned. Ich glaube, da können wir auch richtig viel machen. Karosserie-technisch, komm, das gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was es da so gibt. Okay. Nee. Bisschen zu viele Finnen. Okay, das würde noch klar gehen, sage ich jetzt mal. Aber dann gibt es ja natürlich auch noch einzelne Karosserieteile, hoffe ich doch mal. Ja, einfach wegmachen. Okay. Okay, da gibt's ein bisschen was. Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, sind auf jeden Fall Felgen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Okay, was noch gucken möchte, ist, wie sieht's Heckleuchten? Okay, da können wir ganz andere Heckleuchten machen. Interessant. Heckschussstange. Okay, also ein bisschen was gibt's. Ja, da können wir nach und nach investieren auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut. Das geht gar nicht. Okay, wunderbar. Dann bin ich jetzt aber trotzdem raus mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und würde mich natürlich riesig freuen über ein Däumchen nach oben. Aber auch wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich sag tschüss an dieser Stelle und bis dann. Mach's gut. Ciao.